Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es einen Foodroll, denn ich war im Aldi und hinterher noch im DM. Hab da auch ein paar Kleinigkeiten mitgenommen, was Food betrifft. Ich habe das Video schon abgedreht, habe aber vergessen, eine Einleitung zu machen, was ich jetzt hiermit tue. Ich war nämlich schon in der Dusche und habe mir die Haare gewaschen. Und ein kleiner Hinweis, das Video, was ich erst hinterher festgestellt habe, ist ein bisschen laut im Hintergrund, weil ich das Fenster geöffnet hatte und wir haben das Fenster zur verkehrsreichen Straße hin und ich hoffe, das stört euch nicht. Wenn euch der Einkauf interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Und los geht's. Ich habe gekauft ein Glas Erdbeermarmelade. Dann ein Glas Bienenhonig, brauchen wir immer für den Tee oder um einfach Joghurt zu süßen. Dann habe ich hier zwei Pakete Bio-Tomaten-Gemüsesaft gekauft, trinken wir auch immer mal zwischendurch oder zum Abendessen. Dann habe ich für mich Cashewkerne geholt, falls mich mal der Heißhunger packt oder die Knabberlust. Dann greife ich hierzu. Dann haben wir hier noch Apfelmus. Sehr lecker zum Grießbrei oder auch so einfach zum Essen. Dann klare Hühnerbrühe und klare Gemüsebrühwürfel. Braucht man immer. Dann noch eine Gemüsebrühe im Glas. Dann habe ich geholt für den Salat zwei Dosen Thunfischfilet, dann eine Dose Erbsen mit Möhrchen und zwei Dosen nur mit Erbsen. Wenn mal was schnell gehen muss, wenn ich ganz schnell irgendwie was zusammenzaubern muss, dann kommen die hier zum Einsatz. Dann habe ich hier noch Cornichons oder wie man das ausspricht, saure Gurken, die esse ich sehr gerne mit Spiegelei oder mit Rührei. Dann auch hier für die schnelle Geflügel Wiener Würstchen für mein Frühstück oder für unser Frühstück mache ich häufig Porridge. Oder ich esse Vollkornbrot. Dann zwei Pakete Freilandhaltungseier. Und dann gehen wir auch schon rüber zu dem Obst und Gemüse. Und dann geht es hier weiter mit Bananen. Dann ein 2 Kilo Sack Speisemöhren auch zum Knabbern für zwischendurch. Dann zwei Salatköpfe, zwei Auberginen. Dann habe ich drei Kohlrabi mitgenommen. Die sind jetzt momentan sehr, sehr günstig. Dann eine Mango. Kann man sehr gut in Joghurt reinschnibbeln. Und ich habe auch hier zwei Avocados mitgenommen. Da bin ich immer sehr vorsichtig, weil ich schon mal eine Avocado gekauft habe und die sind ja nicht so billig, die innen total verschimmelt war. Und der Trick ist einfach dabei, dass man den kleinen Strunk, der noch hier oben drin steckt, einfach mal abknibbeln sollte, um zu schauen, ob die überhaupt reif ist. Wenn das hier in der Mitte dunkel ist oder schon fast schwarz, dann sind die innen auf jeden Fall schon mal verschimmelt. Das hier sieht schon mal sehr gut aus und ich bin gespannt. Ich habe noch nie eine Avocado probiert. Bin gespannt, wie die schmecken und was man damit alles zaubern kann. Dann habe ich eine Wassermelone geholt. Meine Kinder mögen die total gerne. Die ist auch jetzt gerade bei dem aktuellen heißen Wetter sehr erfrischend. Dann drei Salatgurken und zwei Zucchini.
Zucchini, davon mache ich meistens Zucchini-Nudeln. Und dann gehen wir mal eben weiter. Weiter geht's mit Pflaumen. Da habe ich 2 Pakete mitgenommen. Und dann habe ich noch ein Paket kernlose Trauben mitgenommen. Und dann ein Dreier-Set Paprika. Dann habe ich noch ein Paket Nektarinen. Bei Nektarinen bin ich immer so sehr zurückhaltend, weil ich nie weiß, ob die jetzt gut sind oder nicht. Die meisten schmecken mir immer viel zu sauer. Ich weiß auch gar nicht, woran man das erkennen kann, ob die jetzt richtig reif sind oder noch, noch unreif. Drück mir die Daumen, dass sie gut sind. Dann habe ich hier noch ein Paket Tomaten mitgenommen, auch für den Salat, und dann noch regionale Erdbeeren. Jetzt ist ja die Erdbeersaison und wir haben zwar noch vor, pflücken zu gehen auf dem Feld, aber ich habe sie erstmal mitgenommen und einfach 2 Pakete, und pflücken gehen wir dann, wenn wir Zeit haben. Dann haben wir hier noch Äpfel mitgenommen, und zwar Äpfel, ich esse immer entweder die Gala oder wie heißen die, Delicious, die mag ich total gerne. Dann gehen wir hier nochmal weiter, und zwar habe ich 3 Pakete von diesen Früchtchen mitgenommen. Das sind so Quetschis, und die gebe ich meinen Kindern gerne mit in die Butterbrotdose. Was ich noch habe, gekauft habe, ist eine Flasche Olivenöl. Bei Olivenöl weiß ich auch nie, ob ich das Richtige kaufe, weil man sagt ja irgendwie, nicht alle Öle sind gut von der Qualität. Ich habe einfach mal dieses Bio mitgenommen, natives Olivenöl extra für den Salat. Und Taschentücher. Dann Babyfeuchttücher, 2-mal, und dann noch diese Kosmetiktücher. Die haben wir überall in der Wohnung verteilt, damit jedes Kind auch sofort dran kommt, ohne Mama damit zu belästigen. Dann haben wir noch mitgenommen einen 6er-Pack stilles Wasser und einen 6er-Pack Mineralwasser, Sprudelwasser. Wir trinken in der Regel nur Wasser, also wir haben keine zuckerhaltigen Getränke hier im Haus. Meine Kinder machen das auch super mit, da bin ich auch ganz stolz drauf. Wir trinken auch nur Leitungswasser, aber für alle Fälle haben wir dann immer solche Flaschen da, wenn man mal unterwegs was mitnehmen möchte. So, dann habe ich mal eben schnell hier noch Kühlschranksachen und Tiefkühlsachen. Da habe ich 2 Pakete mitgenommen mit Farfalle Gemüsemix mit Paprika, Brokkoli, Bohnen und gelben Karotten. Die kann man ganz schnell in der Mikrowelle machen. Und dann habe ich hier noch Buttergemüse mitgenommen, 2 Pakete. Mögen meine Kinder sehr gerne. Dann Speisequark. Essen die Kinder auch gerne mit Honig gemischt. Oder ich auch mein Brot. Dann reine Buttermilch. Dann einmal Käse in Salzlake gereift. In der leichten Variante. Und zwar mache ich das sehr gerne in den Salat rein. Dann haben wir hier einmal herzhaften Käse, dänischen Käse. Dann einmal würzigen Gouda. Und meine Kinder haben mich angefleht, diese Dinger hier zu kaufen. Ich finde sie völlig überteuert und völlig unnütz. großes Stück Käse reicht eigentlich auch. Ich habe mich ja weichen lassen. Ich habe die Babybells mitgenommen. Werde ich den auch in die Futterpostdose packen. Hoppala. Und dann habe ich hier noch griechischen Joghurt im 4er-Pack.
Kann man auch wunderbar mischen mit Müsli. Dann noch einen fettarmen Joghurt. Meine Kinder essen bei diesen Temperaturen sehr gerne Eis, ist klar. Wer tut das nicht? Dann habe ich hier noch Himbeeren gefrorene, die esse ich immer mit meinem Porridge. Und dann habe ich hier noch für meinen Mann und auch für meine Kinder dreimal Puten Mini-Steaks. So, ich habe mal die Sachen ganz schnell weggeräumt, weil sie mir schon unter den Händen weggeschmolzen sind. Es ist unglaublich warm heute bei uns, bei euch sicherlich auch. ich war noch im DM und zwar habe ich für mich diese vegetarischen Bratlinge mitgenommen. Die mag ich sehr gerne. Die werden allerdings aus dem Sortiment genommen. Die sind im Abverkauf. Aber ich denke, die werden da wahrscheinlich eine andere Alternative in die Regale stellen. Dann habe ich noch mitgenommen Räuchertofu. Mittlerweile weiß ich, was man damit machen kann. Man kann das in den Salat mixen, das mache ich sehr gerne. Oder auch kleine Schnitzel rausmachen, also in der Pfanne ein bisschen anbraten. Und was ich neu entdeckt habe, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und zwar ein vegan und Bio-Ei-Ersatz, 100% pflanzlich. Ich bin mal gespannt, was man damit machen kann, ob das wirklich ein gleichwertiger Ersatz ist. Da muss ich mal schauen. Und dann habe ich hier noch pflanzliches Geliermittel mitgenommen. Und zwar habe ich ein Rezept, was ich machen möchte, ein süßes Rezept, und zwar Schokoküsse. Aber dazu braucht man Gelatine und ja, ich habe dann dieses hier entdeckt und habe gedacht, probierst du das damit aus. So, das war mein Aldi und DM Haul und ich werde mir jetzt erstmal meine Haare föhnen gehen und ein bisschen hier aufräumen. Es ist chaotisch. ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Thank you.